Bequemlichkeit wird dein Leben ruinieren. Was das bedeutet und wie wir daraus lernen können. Heutzutage meiden viele von uns schwierige Situationen und versuchen, das zu tun, was wir am besten können. Das Leben kann ganz schnell zur Routine werden und wir finden uns in einer Situation wieder, die zu bequem ist. Es ist leicht zu verstehen, warum die meisten Menschen die meiste Zeit ihres Lebens in diesem Zustand verharren. Es fühlt sich hier gut an, weil wir nicht versuchen, etwas zu tun. Auf den ersten Blick scheint damit alles in Ordnung zu sein. Warum sollten wir uns freiwillig in eine Position des Bemühens begeben, wenn wir es nicht müssen? Doch wenn wir unser Leben nur innerhalb unserer Komfortzone leben, tun wir uns vielleicht unbewusst Unrecht. Das kann manchmal zu einem Tunnelblick führen und dazu, dass wir erstaunliche Möglichkeiten verpassen, die unser Leben verbessern können. In diesem Video erkläre ich die drei Gründe, warum ich glaube, dass es wichtig ist, aus der eigenen Komfortzone herauszugehen. Und ich hoffe sehr, dass Sie sich am Ende ein wenig inspiriert fühlen, sich ebenfalls zu motivieren. Die meisten Menschen bewegen sich normalerweise in diesem Kreis. Das ist unsere Komfortzone, in der wir es uns in unserer regelmäßigen Routine bequem machen. In gewisser Weise ist es so, als würden wir zur Schule gehen oder in einem Job arbeiten, in dem wir das tun, was von uns verlangt wird und nicht mehr. Wir verbringen unsere Zeit mit Geräten und scrollen durch soziale Netzwerke, ohne etwas anderes als leere Dopaminschübe zu erleben. Wir verbringen die Wochenenden mit unseren üblichen Freunden, wir akzeptieren die gleichen Überzeugungen, die wir seit Jahren haben und weigern uns, andere Meinungen in Betracht zu ziehen. Es bedeutet im Grunde, den einfachsten Weg zu gehen. Sie sehen, unsere Komfortzone ist in der Tat bequem, aber es gibt eine Kehrseite. Menschen, die zu lange hier festsitzen, stagnieren nicht nur, sondern machen oft auch Rückschritte. Wenn man immer wieder die gleichen Dinge im gleichen Tempo tut, wird es schwer, sich zu verbessern. Schauen wir uns doch einfach mal ein Beispiel an. Jemand, der sozial ängstlich und schüchtern ist, hat in der Regel keine Freude daran, neue Leute kennenzulernen. Es liegt außerhalb ihrer Komfortzone, diese Erfahrung zu machen. Statt Kontakte zu knüpfen, ziehen sie es also vor, alleine zu sein. Wenn sie sich mit anderen treffen, dann in der Regel mit Menschen, die bereits zu ihren Freunden gehören. Nehmen wir jedoch an, dass diese Person beginnt, die Zeit, die sie mit ihren derzeitigen Freunden verbringt, zu reduzieren und noch mehr Zeit allein zu verbringen. Während sie versucht, sich mit ihrer Umgebung vertraut zu machen, wird ihre Komfortzone allmählich kleiner. Da sie sich nicht mit ihrer Angst konfrontiert, nimmt sie umso schneller zu. Es könnte auch schwierig für sie sein, einen Freund anzurufen und ihn zu besuchen. Sie sehen also, dass es manchmal dazu führen kann, dass Menschen, denen man die Möglichkeit gibt, in ihrer Bequemlichkeit zu verharren, in Zukunft weniger leistungsfähig sind. Wenn ein Muskel über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, verkümmert er und er wird kleiner. Wenn wir uns nicht selbst herausfordern, verlieren wir den Antrieb, große Dinge zu tun. Wenn das Leben uns Hindernisse in den Weg stellt, erscheinen sie uns unüberwindbar und wir sind weniger geneigt, gegen sie anzukämpfen. Das ist der erste Grund, warum ich jeden Tag nach Herausforderungen bei meiner Arbeit suche, damit die Dinge, die ich jetzt kann, mich in Zukunft nicht mehr abschrecken. Wenn ich mich nicht dazu dränge, neue, schwierige Dinge zu tun, werde ich niemals wachsen oder mich verbessern. Wenn wir uns jedoch dazu drängen, etwas zu tun, das für uns schwierig oder herausfordernd erscheint, verlassen wir unsere Komfortzone. Hier machen wir Fortschritte und versuchen, neue Dinge zu lernen. Das ist harte Arbeit und kann sich wie ein harter Kampf anfühlen. Aber der Kampf lohnt sich am Ende. Hier betreten wir die Wachstumszone. Genau hier werden alle echten Fortschritte gemacht. Wahrscheinlich haben Sie das auch schon mal selbst bemerkt. Als Beispiel: Wenn Sie im Fitnessstudio trainieren, werden Sie nicht besser, wenn Sie immer die gleiche Menge an Gewicht heben. Wenn Sie eine neue Sprache lernen, reicht es nicht aus, nur das zu üben, was Sie bereits wissen. Um sich zu verbessern, müssen Sie sich selbst herausfordern und aus Ihrer Komfortzone herausgehen. Das kann bedeuten, mehr Gewicht zu heben oder etwas Neues zu lesen und sich herauszufordern, es in Zukunft ohne Hilfe abzurufen. Ja, es wird sich schwer anfühlen. Ja, Sie werden sich unwohl fühlen und ja, vielleicht gefällt Ihnen nicht, was Sie im Spiegel sehen. Aber die Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt, fühlen sich im Moment immer so an.
Es wird nie eine Verbesserung eintreten, wenn Sie sich nicht selbst herausfordern. Behalten Sie das unbedingt im Hinterkopf. Es gibt mehr als eine Komfortzone und jede hat ihren eigenen Zweck. Vielleicht stellen Sie fest, dass Sie sich in einigen Bereichen verbessern, während Sie in den anderen Bereichen stagnieren und sich in einigen sogar verschlechtern. Sie könnten zum Beispiel in Ihren sozialen Fähigkeiten Rückschritte machen, in Ihrer Arbeit stagnieren, aber im Fitnessstudio an Ihre Grenzen gehen. Jeder muss für sich selbst entscheiden, in welchen Bereichen er sich mehr anstrengen möchte. Es ist in Ordnung, wenn Sie in einigen Bereichen Ihres Lebens nicht vorankommen, solange Sie dort, wo Sie sind, glücklich sind. Es ist völlig verständlich, dass man sich nicht ständig anstrengen kann, das sollte kein Schuldgefühl sein. Aber wenn Sie mit Ihrem jetzigen Zustand nicht zufrieden sind, gibt es mehrere Möglichkeiten, von der Bequemlichkeit zum Wachstum zu gelangen. Vielleicht haben Sie bereits einen Bereich im Kopf, den Sie weiterentwickeln wollen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun. Der erste Weg ist, konsequent zu bleiben. Die zweite Möglichkeit ist, sich intensiver damit zu beschäftigen. Und schließlich können Sie es über längere Zeiträume hinweg tun. Alle drei Möglichkeiten erhöhen den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe, die Sie verbessern wollen. Sie sind größtenteils selbsterklärend, aber ich werde es an einem Beispiel des Laufens kurz erläutern. Erstens, indem Sie es häufiger machen, versuchen Sie es auf 4 Tage pro Woche zu erhöhen, statt auf 3. Da Sie es öfter machen, wird es viel schwieriger. Dies trägt jedoch dazu bei, das Verhalten zu verstärken und es macht es wahrscheinlicher, dass Sie es auch in Zukunft tun werden. Zweitens, wenn Sie intensiver trainieren, machen Sie eine stärkere Version dessen, was Sie normalerweise tun. Das kann bedeuten, dass Sie etwas Neues ausprobieren, zum Beispiel Sprints laufen oder einen Hügel hochlaufen. Anstatt mit 60% Ihrer Kapazität zu laufen, können Sie 80% schaffen. Es ist auch gut, dass es Abwechslung gibt, denn so macht die Aktivität mehr Spaß. Außerdem sorgt es für eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Drittens, wenn man länger läuft, verbringt man einfach mehr Zeit damit. Wenn Sie normalerweise 20 Minuten laufen, versuchen Sie, diese Zeit auf 30 Minuten zu erhöhen. Im Grunde geht es darum, dass Sie Ihre Beschwerden ein wenig länger aushalten, als Sie es sonst vielleicht tun würden. Das ist alles, was es erfordert. All das lässt sich auf so gut wie jede Aktivität anwenden. Sie lernen eine neue Sprache, üben Sie jeden Tag, wenn möglich sogar mehr als einmal, nehmen Sie sich eine Stunde Zeit zum Üben und nutzen Sie die aktive Erinnerung mit regelmäßigen Wiederholungen, um sich das Gelernte zu merken. Versuchen Sie, Ihre sozialen Fähigkeiten zu verbessern, indem Sie sich immer wieder in Situationen begeben, in denen Sie sich in sozialen Kontakten üben können. Sagen Sie jedes Mal einen zusätzlichen Satz und laden Sie jemanden ein, mit Ihnen auszugehen. Je nachdem, woran Sie arbeiten, ist die eine oder andere Methode nützlicher als die andere. Es ist zum Beispiel besser, jeden Tag 10 Minuten auf einem Musikinstrument zu üben, als einmal pro Woche eine Stunde. Sie sollten auch vermeiden, alle drei Methoden gleichzeitig anzuwenden, sonst wird es zu viel und zu schnell. Stattdessen sollten Sie sich für eine Methode entscheiden und sobald Sie bereit sind, diese ausbauen. Aber dazu später mehr. Wie ich bereits erwähnt habe, kommen die meisten Erfolge im Leben durch kurzfristige Unannehmlichkeiten zustande. Nur weil etwas schwer ist, ist es nicht automatisch gut. Sich ein Bein zu brechen ist vielleicht nicht angenehm, aber ich weiß nicht, ob es etwas Gutes bringt. Der Bereich, in dem Sie sich unwohl fühlen wollen, muss es wert sein. Wenn Sie zum Beispiel ein Student sind, der für eine Prüfung lernt, kann sich das unangenehm anfühlen und Sie werden sich manchmal dumm vorkommen, aber das kann dazu führen, dass Sie mit der Zeit klüger werden. Sich gesund zu ernähren und auf Zucker zu verzichten, ist vielleicht nicht die angenehmste Lebensweise, aber sie ermöglicht es Ihnen, in eine gute körperliche Verfassung zu kommen und diese auch zu behalten. Es mag schwer sein, Geld zur Seite zu legen, anstatt ein neues Paar Schuhe zu kaufen. Aber wenn Sie es klug investieren und ihm Zeit geben, sich zu vermehren, wird es Sie wohlhabender machen. Versuchen Sie also, sich in Situationen zu begeben, in denen Sie kurzfristig leiden müssen, aber langfristig davon profitieren. In Bereichen wie diesen sollten Sie sich wirklich anstrengen. Das ist der zweite Grund, warum ich versuche, jeden Tag etwas Herausforderndes zu tun, um mich zu verbessern.
Manchmal zahlt es sich in naher Zukunft aus, Dinge zu tun, die sich im Moment vielleicht unangenehm anfühlen. Es ist wichtig, sich in die Wachstumszone zu begeben, wenn man langfristig die Früchte ernten will. Diese Zone zu betreten ist eine Herausforderung, aber auch notwendig, wenn man in seinem Leben etwas bewegen will. Warum verlassen nicht mehr von uns die Komfortzone, wenn es eindeutig von Vorteil ist? Nun, das liegt daran, dass es tatsächlich eine dritte Zone gibt. Wenn Menschen ein wenig zu weit gehen, überschreiten sie die Wachstumsgrenze und begeben sich direkt in die Gefahrenzone. Das ist der Grund, warum wir in der Regel erst einmal Unbehagen empfinden. Es gibt so etwas wie zu viel Druck auf sich selbst. Es stimmt, manchmal kann zu viel des Guten auch schlecht sein. Auch wenn zu viel Training bei manchen Menschen zu Verletzungen oder Burnout führen können, dient es auch als Warnsignal, um Verletzungen vorzubeugen, Verletzungen, die die Beweglichkeit einschränken oder die Produktivität verringern könnten. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen sich in der Regel in ihrer Komfortzone aufhalten, ist es nicht überraschend, dass sie die Gefahrenzone meiden. Leider neigen viele Menschen, die sich positiv verändern wollen, dazu, sich direkt in die Gefahrenzone zu begeben. Einer meiner Freunde hat dies vor einigen Jahren getan. Er wollte seine körperliche Gesundheit verbessern und fasste den Entschluss, ins Fitnessstudio zu gehen, um zu trainieren. Einige gute Vorsätze waren, 5-mal pro Woche zu trainieren, sich gesund zu ernähren und weniger zu naschen. Aber nach einem Monat war er wieder in seine alte Routine zurückgefallen. Er saß auf der Couch, schaute Netflix und stopfte sich mit Keksen voll. Die meisten Menschen nehmen sich zu schnell zu viel vor. Und das kommt häufig vor, wenn man versucht, seine Komfortzone zu verlassen. Jeder kennt hier den Jojo-Effekt. Aber sich nicht an einen Plan zu halten, ist noch nicht einmal das Schlimmste. Ein großes Problem, das die Menschen derzeit haben, ist, dass sie ihre Erwartungen nicht erfüllen können und stattdessen glauben, dass sich nichts ändern kann. Menschen, die diese Einstellung haben, sind der Meinung, dass sie, da sie in der Vergangenheit gescheitert sind, es nicht noch einmal versuchen sollten. Was könnte hier die Lösung sein? Was können wir tun, damit wir uns wohl genug fühlen, um weiterhin aus der Komfortzone heraus zu agieren und gleichzeitig Gefahren zu vermeiden? Es ist nicht verwunderlich, dass viele Menschen den Wandel als schwierig empfinden, auch wenn er letztendlich stattfinden muss. Muss er nicht auf einmal geschehen? Oft ist es viel effektiver, wenn man die Veränderungen schrittweise, also in kleinen, überschaubaren Schritten vornimmt. Jemand, der hauptsächlich gesessen hat, ist vielleicht noch nicht bereit für intensive Übungen. Sie müssen sich langsam herantasten, indem sie mit leichteren Übungen beginnen und sich von dort aus hocharbeiten. Beginnen Sie mit einfachen Dingen, die Sie ausführen können. Manche Menschen können sich nicht zu einer kleinen Veränderung verpflichten. Wie könnten Sie sich dann zu einer größeren Veränderung verpflichten? Das ist eine Überlegung wert. Ein weiterer Vorteil dieser Strategie ist die langsame Verbesserung. Indem man das tut, was man sich vorgenommen hat, wird es zu einem sich selbst erfüllenden Kreislauf. Sie haben den Beweis, dass Sie sich tatsächlich verbessern und verändern können. Wenn Sie kleine Beweise für Fortschritte erhalten, fühlen Sie sich immer gut. Der Erfolg nährt sich von selbst und Sie wollen sich natürlich weiter verbessern. Es ist ein sich selbst erhaltener Kreislauf, der Sie aus Ihrer Komfortzone herausführt. Und wenn in einem Bereich eine gute Rückkopplungsschleife entsteht, kann sie sich langsam auf andere Bereiche auswirken. Hier ist der dritte Grund, warum ich versuche, jeden Tag etwas Schwieriges zu tun. Ich habe den Eindruck, dass jedes Mal, wenn es mir gelingt, meine Komfortzone ein wenig zu verlassen, diese positive Rückkopplungsschleife in Gang gesetzt wird. Und wie ein umfallender Dominostein kann ein Erfolg zu noch mehr Erfolg führen. Trotz der Vorteile sollten Sie nicht vergessen, dass es gesund ist, ein gewisses Gleichgewicht zu haben. Ich würde zum Beispiel sagen, dass ich jeden Tag etwas Schwieriges mache, aber das bedeutet nicht, dass ich immer versuche, mich in jedem Bereich zu steigern. Vielleicht treibe ich mich in ein paar Bereichen voran, vielleicht in einem oder zwei. Auf der anderen Seite kehre ich aber auch zu dem zurück, was für mich bequem ist und mache eine Pause von dem, was mich herausgefordert hat. Wenn ich in der Lage bin, meinen aktuellen Bereich beizubehalten, aber auch Zeit für ausreichende Ruhe und Erholung habe, kann ich länger durchhalten.
Wenn ich mich nicht ausreichend erholen würde, wäre ich irgendwann ausgebrannt. Es stimmt, dass man im Laufe der Zeit wachsen und mehr im Leben erreichen möchte. Aber es ist ebenso wichtig, dass man seiner Komfortzone Zeit gibt, um mit dem wachsenden Druck der neuen Anforderungen Schritt zu halten. Dies ist ein grobes Beispiel dafür, wie es meiner Meinung nach aussehen sollte. Zunächst erweitern Sie Ihre Komfortzone, indem Sie etwas Schwieriges tun. Aber Sie können nicht unendlich weitermachen. Senken Sie Ihre Erwartungen, wenn Sie sie zu überwältigen beginnen, bewegen Sie sich dann auf den Schwierigkeitsgrad und machen Sie, anstatt sich zurückzuziehen, einen kleinen Schritt in eine Richtung, die weniger einschüchternd ist und über dem liegt, was Ihre Komfortzone vorher war. Auf diese Weise können Sie sich an die neue Ebene gewöhnen, was verhindert, dass Sie ausbrennen. Am besten gehen Sie dabei so vor, dass Sie erst dann über Ihre neue Komfortzone hinausgehen, wenn Sie sich bereits an die neuen Anforderungen gewöhnt haben. Wenn Sie das Gefühl haben, dass es zu anstrengend ist, gehen Sie wieder ein Stück zurück, so wie zuvor. Im Grunde arbeiten Sie ständig und fordern sich selbst heraus, machen aber auch regelmäßig Pausen, wenn es zu schwierig wird. Dies können Sie immer wieder tun, bis Sie das gewünschte Niveau erreicht haben. Man kann es auch so sehen, dass die Komfortzone eher eine vorübergehende Zuflucht als ein ständiger Aufenthaltsort ist. Wie Sie sehen, geht es in diesem Video nicht darum, Sie bis zur völligen Erschöpfung zu drängen. Vielmehr versuche ich, Sie davon zu überzeugen, sich eine würdige Herausforderung zu suchen, in der Hoffnung, dass Sie sich in den Dingen, die wichtig sind, verbessern können. Leider geben viele Menschen beim ersten Anzeichen von Unbehagen oder Misserfolg schnell auf. Das bedeutet, dass sie nie herausfinden, wozu sie fähig sind. Wenn sie ihre Grenzen nie erreichen, wie wollen sie dann wissen, wo sie liegen? Nur wer immer wieder über seine Grenzen hinausgeht, auch wenn es schwierig wird, kann sein wahres Potenzial ausschöpfen. Lassen Sie uns einander ermutigen, heute etwas Schwierigeres zu tun als die Dinge, die wir normalerweise tun. Lesen Sie ein paar Seiten mehr in einem Buch, lernen Sie neue Wörter, nehmen Sie sich etwas vor, bei dem Sie sich unwohl fühlen. Das wird uns helfen, besser zu werden als gestern. Nun befinden wir uns am Ende dieses Videos. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann drücken Sie doch gerne den Gefällt mir-Button und abonnieren meinen Kanal, wenn Sie dies noch nicht getan haben. Jedes Like hilft diesem Kanal zu wachsen und ich bin wirklich dankbar dafür. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video bis zum Ende angeschaut haben. Und ich hoffe sehr, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin!